Hallo liebe Leute und willkommen zu einem kleinen, gechillten Zwischendurch-Part. Und gechillt ist hier wirklich genau das richtige Wort. Denn wir spielen Flower. Viele kennen es vielleicht noch von damals auf der PS3. Wenn man es damals gekauft hat auf der PS3, kriegt man es auf der 4er für umsonst. Und ich habe mir einfach gedacht, oh, das muss wieder sein. Vorhin wieder Battlefield gespielt. Kurz davor gewesen, die PS4 aus dem Fenster zu werfen. Wegen den Vollidioten. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich muss entspannen. Ich muss entspannen. Und mit welchem Spiel, liebe Leute, mit welchem Spiel geht dies besser als mit Flower? Hui. Ich muss sagen, es spielt sich auf der PS4 viel besser irgendwie. Weil der Controller anscheinend da einfach besser ausgearbeitet ist. Ich meine, ich habe auch Flower so lange nicht mehr als auf der PS3 gespielt. Also, mir kommt es auf jeden Fall so vor. Ich möchte auch gar nicht so viel reden, sondern einfach nur das Spiel wieder genießen, Blumen aufblühen lassen. Ach, herrlich. Dieses Spiel. Ach, ich mache jetzt mal nicht die ganzen Secrets. Wir machen den direkten Weg. Ich muss sagen, ich hatte schon mal das hier aufgenommen gehabt und da gab es irgendwie Probleme. Ich hoffe, dass das jetzt überhaupt funktioniert. Ah, dieser schöne Effekt, das ist herrlich. Damals, genau wie heute. Einfach schön. Ah, ich liebe dieser Effekt, der ist einfach so schön einfach. Hammer. Wie die Musik, der mit dem Spiel zusammenarbeitet. Ach, ich könnte die ganze Zeit über dieses Spiel schwärmen. Wer das in ganz sehen möchte und in schlechter Qualität, kann mein damaliges Let's Play dazu gucken. Ach herrlich, man merkt direkt schon wieder, wie man runterkommt. Das ist... man vergisst direkt alles. Wer Flower ist wirklich, oder Flower eher, noch nie gespielt hat, kann ich es unbedingt mal ans Herz legen. Wunderschönes Spiel, also anders kann man es überhaupt gar nicht beschreiben. Wunderschön ist da, glaube ich, die perfekte Beschreibung für. Wusstet ihr eigentlich, dass Flower nur, also das Spiel nur durch einen Grafikfehler entstanden ist? Die Entwickler waren irgendwas am Entwickeln, so, ne? Entwickler entwickeln, bekanntlich. Und da gab es einen Bug. Und zwar den, dass lauter Sachen in der Luft geflogen sind. Und das sah halt genau jetzt so aus wie das Spiel jetzt. Mit diesen Blüten. Und da haben sich die Entwickler gedacht, ey, das sieht voll cool aus. Lass doch daraus ein Spiel machen. Finde ich lustig, wie wirklich aus einem Fail, sag ich mal, was so Schönes werden kann. Also das finde ich extrem cool. Ah, das fand ich immer so cool, wenn man so ganz leicht über den Rasen fliegt. Herrlich. Und die Musik halt mit jeder einzelnen Blüte. Schön. Ich lag ja doch super in der Zeit, hätte ich ja doch die ganzen Secrets machen können. Ich dachte, dann wird das viel zu lange dauern. Naja.
Ach, dieses Spiel. Wunderschön. Ich dachte, ein kleiner Entspannungspart muss auch mal sein. Alles ist wieder so gestresst im Leben. Ja. Da braucht man auch mal ein bisschen Entspannung mit Flower. Und mit diesen wunderschönen Worten, mit meiner wunderschönen, sympathischen Stimme, verabschiede ich mich mit diesem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.